Vom 6. bis zum 8. Dezember findet die Weltmeisterschaft im Flag Football statt. Und aus rot-weiß-roter Sicht dürfen wir uns durchaus Hoffnungen machen, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ist eine Medaille in Reichweite. Und das dient gleichzeitig auch als Qualifikationsturnier für die bevorstehenden World Games 2022 in Birmingham. Und das könnte wiederum der Vorreiter für Olympia 2028 in Los Angeles werden. Damit hallo und herzlich willkommen zum KRONE TV Sporttalk mit zwei Vertretern aus dieser Sportart, Katrin Mansbach bei den Frauen und Sebastian Wolf. Servus. Hallo. Starten zunächst einmal mit den Damen natürlich. Ich habe es schon angesprochen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen eine Medaille absolut in Reichweite. Am 6. Dezember, sprich am Montag, geht schon los. Kribbelt schon ein bisschen? Auf jeden Fall, ja. Wir fliegen am Samstag nach Israel. Und jetzt war ja eine gewisse Ungewissheit auch noch im Vorhinein. Dürfen wir fliegen, dürfen wir nicht fliegen? Jetzt haben wir gestern wirklich die Bestätigung bekommen. Und wir freuen uns schon sehr darauf. Besonders auch, weil letztes Jahr ja nichts stattgefunden hat. Und ja, die Vorfreude ist sehr groß. Wir brennen schon richtig drauf. In Zeiten einer Pandemie ist es mal gewohnt, dass man sich in einer Bubble aufhalten muss. Inwiefern beschäftigst du dich damit, Sebastian, im Vorfeld? Ist das ein Kriterium, was euch beeinträchtigen könnte oder schweißt das vielleicht doch mehr zusammen? Also ich glaube, das schweißt dann doch mehr zusammen. Wir werden dort den Platz sehen, das Hotel. Und das ist alles, was zählt, dass wir dann am Platz unsere Leistung bringen können. Und das wird uns sicher noch dort auch vor Ort zusammenschweißen. Grundsätzlich zur Vorbereitung, wie läuft jetzt in der letzten Woche vor dem großen Turnier? Versucht man die Regenerationsphasen auch ein bisschen zu verlängern oder dann doch nochmal in Richtung Spritzigkeit dann zu trainieren? Ich glaube, ganz gezielt. Wir haben da von unserem Trainer, Athletiktrainer Andi Bröller, auch Programme bekommen, wo wir ganz genau wissen, zu welchem Tag wir was trainieren sollen. Hin zum Abflug geht es natürlich mehr in Richtung Regeneration. Aber es ist wichtig, sich doch hin und wieder tageweise spritzig nochmal zu aktivieren. Aber natürlich keine zu intensiven Trainings. Heute Abend das Training zum Beispiel wird in eine Videoanalyse umgeschrieben sozusagen. Wir trainieren nicht am Feld. Ja, und so bereiten wir uns auch vor, körperlich natürlich, ja. Sebastian, haben wir die Gruppengegner rausgeschrieben, Weißrussland, Indien, Korea, Panama und das neutrale Team aus Russland. Ihr seid da mit Sicherheit zu favorisieren. Wie geht man mit den Gegnern um? Inwiefern versucht man sich auch individuell auf den Gegner einzustellen oder verlässt man sich auf sein eigenes System? Also natürlich verlassen wir uns auf unser System, weil wir seit Jahren das wirklich gut aufgebaut haben. Aber wir haben auch zum Beispiel schon gegen Indien, Panama bei der Weltmeisterschaft 2018 gespielt. Das heißt, wir haben Videos, wir werden auch dort dann vor Ort noch scouten, dass wir dann uns anschauen, welche Spiele sind dann wirklich gekommen, welche sind doch nicht da, aber unser System, wir vertrauen da wirklich stark auf unser System und werden dann einfach das Beste geben und dann wird das schon hinhauen da gegen die Gegner. Und was natürlich jetzt auch ist, aufgrund der Pandemie gibt es auch immer wieder Absagen. Das heißt, man muss da flexibel sein, vielleicht geht einer aus der Gruppe raus, vielleicht kommt ein neuer. Das heißt, man muss da sehr auf sich fokussiert sein und dann einfach das Beste machen. Deine Gruppengegner oder von den Frauen möchte ich auch noch nennen. Mit Kanada sicher ein sehr starkes Team am Start. Deutschland, Schweden und die Schweiz. Wie realistisch ist es da, die Vorrunde zu überstehen? Ja, also es ist so, dass sich da sehr viel getan hat, muss ich sagen. Kanada ist schon abgesprungen. Schweden, glaube ich, aktuelle Info auch. Mexiko ist aber in unsere Gruppe gekommen. Also es mischt sich ziemlich durch. Das Ziel, Erster bzw. Zweiter zu werden in der Gruppe, ist das Absolute, um dann natürlich in die Qualifikationsspiele weiterzugehen in Richtung Finale. Wir haben Videomaterial, so wie die Herren natürlich auch, werden uns gewissenhaft vorbereiten, haben wir zum Teil auch schon. Und Mexiko ist ein bekannter Gegner, nicht unser beliebtester Gegner, aber mit denen haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Und ja, realistisch ist es und wir wollen es auf jeden Fall schaffen, ja, den Gruppensieg. Ja. Bei den Herren ist der Gruppensieg mit Sicherheit auch das oberste Ziel und 2018, vor drei Jahren, seid ihr Vize-Weltmeister geworden. In den USA habt ihr euch damals beugen müssen, ich glaube 13-19. Wie wichtig ist es jetzt für euch, auch noch dieses Ergebnis auf jeden Fall zu bestätigen oder darf das gar nicht im Kopf drin sein, weil es eine mentale Belastung wäre? Also 2018 ist jetzt schon drei Jahre her, es hat sich jetzt einiges getan. Wir haben sechs neue Spieler im Kader von den 15 Personen. Wir haben zwei, drei Verletzungen, die jetzt ausgeschieden sind, also auch wichtige Spieler. Aber ich bin davon überzeugt, dass die 15 Leute, die wir jetzt ausgewählt haben, wenn wir mit denen dorthin fahren und uns dann einfach darauf, von Spiel zu Spiel darauf konzentrieren und jetzt nicht denken, okay, wir wollen jetzt im Halbfinale und im Finale stehen, dass wir uns wirklich die Gruppenspiele hernehmen und nach Plan einfach das abarbeiten. Und es kann sich dort immer wieder was ändern. Das hat auch schon die Katrin gesagt, mit den Absprüngen von irgendwelchen Teams. Vielleicht ist dann jemand dann neu in der Gruppe und wir erfahren das dann am Sonntag, dass wir am Montag doch nicht um 8 Uhr in der Früh gegen Russland oder Korea spielen. Deswegen muss man einfach da
darauf vertrauen, dass die 15 Leute, die dort sind, plus die Coaching-Staff, damit wir das machen, das Beste geben. Mhm. Merkt man aber schon anhand des Trainerteams, anhand der Funktionäre im Hintergrund, dass der Druck vielleicht steigt, dass dieses Turnier vor der Türe steht, dass der Trainer auch bewusst versucht, nochmal die Mentalität der Spielerinnen irgendwie zu touchen? Ja, also es gibt ganz klare Vorgaben auch vom Verband. Das Ziel ist natürlich mindestens 8. Platz, um sich zu qualifizieren für nächstes Jahr, wie du es ja vorher auch gesagt hast. Und auf jeden Fall im Hinblick auf die Olympischen Spiele auch was zu erreichen. Ich würde sagen, Druck kriegen wir von Trainerseite nicht so viel, weil ich glaube, dass die Trainer sehr gut wissen, was wir können. Wir wissen natürlich, wie man unter Druck auch performt. Dennoch wird, glaube ich, eher das Positive gepusht. Also natürlich, wir wollen alle gewinnen. Wir haben einen gewissen Titel zu verteidigen. Besonders die Ladies nach der WM 2018 wollen wir doch wieder zu unserer alten Stärke zurückkommen. Also der Druck ist da, aber ich sage, er ist nicht zu stark. Wir versuchen uns doch eher zu fokussieren auf unsere Stärken. Wie versucht der Herrencoach Michael Salamon eine Balance zu finden zwischen, wir sollen es jetzt langsam ernst nehmen, aber trotzdem die Lockerheit bewahren? Ja, natürlich auch mit Ansprachen, mit einfach durchgängigen Trainings, wo wir da bei uns bei der Vorbereitung auch darauf vorbereitet haben. Und es ist natürlich auch vom Headcoach Michael Salamon die erste Saison als Headcoach, natürlich, dass es auch ein neuer Einfluss ist, auch immer gut, da neue Inputs zu bekommen. Und dann werden wir da schon das Beste machen. Und natürlich mentale Stärke ist vor allem in einer Pandemie, so eine Weltmeisterschaft durchzuziehen, nochmal stärker und ein höheres Credo. Deswegen probiert er uns da auch mit unserem Mentaltrainer halt darauf vorzubereiten, dass wir dann einfach unsere Leistung bringen. Und das ist alles, was zählt. Und natürlich unter Druck performt man einfach und das macht Spaß, deswegen machen wir das. So ist es vom Level. 6. bis 8. Dezember, also die Weltmeisterschaft in Israel. Du hast es bereits schon wieder erwähnt. Es ist dann auch die Qualifikation für die World Games 2022 drin. Für unsere Zuschauer vielleicht zur Erklärung, das sind Sportarten mit weltweiter Bedeutung, die es noch nicht in den Olympiarahmen geschafft haben. Wie wichtig wäre das auch für dich persönlich bei diesen World Games in Birmingham in den USA, damit wir das Ganze auch richtig stellen, dabei zu sein? Persönlich sehr wichtig. Ich schaue prinzipiell von Jahr zu Jahr. Bin auch schon ein bisschen länger dabei, aber ist natürlich ein großes Ziel, besonders für Österreich, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wenn ich da persönlich, aber vor allem wir als Team unseren Beitrag leisten können, wäre das natürlich ja, großartig. Das ist unser Ziel. Deswegen spielen wir auch und deswegen fahren wir auch hin. Mhm. Ja. Bist du überzeugt, dass diese Brücke zu den Olympischen Spielen genau die richtige ist, dass diese World Games 2022 genau das bewirken, was der Sport braucht? Sehe ich genau so. Es ist wirklich der nächste Schritt zu einer Professionalität, wenn wir das schaffen. Olympia 2028 ist das Ziel, weil es dann in Los Angeles ist. Ist natürlich auch mit der NFL ist das sehr stark dahinter. Und da ist jetzt halt der erste Schritt, diese World Games 2022. Da müssen wir unter die Top 8 kommen. Das ist natürlich das erklärte Ziel, weil das natürlich dann etwas ganz Großes ist. Wir haben schon bei einigen Welt- und Europameisterschaften gespielt, aber das ist natürlich nochmal ein Schritt nach oben, wo wir dann auch wirklich den Sport besser präsentieren können und dann einfach an einer weltweiten Bühne das präsentieren. Und der Sport ist wirklich cool. Auf jeden Fall. Werden wir auch anhand eines Videos gleich sehen, das wir vorbereitet haben, 1,5 Minuten zusammengeschnitten, damit auch unsere Zuschauer zu verstehen bekommen, worum es in diesem Sport geht. Katrin, von deinem Verein auf nationaler Ebene sieht man hier zwei Szenen. Zunächst in der Offense, wie du hier den Ball fängst. Vielleicht kannst du selber ein bisschen einen Einblick geben. Wie ist es am Spielfeld? Was sind so die gröbsten Unterschiede, abgesehen vom Körperkontakt, der fehlt zum herkömmlichen Football? Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich weniger Leute sind, die am Spielfeld stehen. Das heißt, wir spielen 5 gegen 5 im Vergleich zum Tackle-Football. Und der Unterschied ist, wie du schon gesagt hast, natürlich kein Körperkontakt. Das Spielfeld ist etwas kleiner und das Spiel ist um einiges schneller auch. Das heißt, es wird schneller umgeschalten zwischen Offense und Defense. Es ist weniger Zeit dazwischen. Und wir spielen auch insgesamt in einer kürzeren Zeit. Das macht das Spiel aus meiner Sicht auch intensiver. Natürlich hat Tackle Football auch seine intensiven Seiten, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber man sieht auch bei dem Spiel, es müssen Entscheidungen viel schneller fallen, die Bälle schneller fliegen. Und man muss da natürlich viel schneller reagieren, so wie Basti jetzt die Flag natürlich gepult hat. Aber ja, man sieht, der Ball wird innerhalb von 2 Sekunden geworfen, da kann der Quarterback nicht wirklich zur Seite rollen, weil der Blitzer sehr schnell kommt. Also ich glaube, da gibt es schon gewisse Unterschiede, die den Sport sehr brisant und spannend machen. Sebastian, bringen wir dich auch ein. Du bist hier jener Mann auf der linken Seite gewesen, im weißen Jersey, der sich da freut, dass der Ball nicht gefangen wurde. Generell Defense, Offense, fällt da die Entscheidung aufgrund der Statur, aufgrund des Interesses? Wie wählt man die Position? Wählen die Coaches aus. Also in der Jugend war das der Vorteil, weil ich das schon seit jetzt 16 Jahren spiele, dass wir beides spielen konnten, Offense, Defense, und dann bin ich jetzt seit einigen Jahren schon wirklich in der Defense und dort auch als Kapitän tätig, und das ist einfach cool,
weil man dort einfach immer reagiert, was macht der Gegner, was macht die Offense und darauf dann einfach probiert sein System denen aufzupressen und das ist einfach am Ende des Tages natürlich Coaches Sache, wer wo spielt und man hat das eh gesehen jetzt im Clip, im ersten Clip von den Herren, da ist jetzt der neue Quarterback vom Nationalteam, weil sich der Felix Wasserhofer verletzt hat, alles Gute Felix, der jetzt gerade geworfen hat mit der Nummer 16 und das wird ganz spannend werden. Eine grundsätzliche Frage hätte ich auch noch ganz gern gegenüber dem Flag Football gestellt, vielleicht eher auf die Männer bezogen. Wird man oft mit dieser Frage konfrontiert, warum nicht das herkömmliche American Football, warum Football ohne Körperkontakt? Was hat man da für Argumente, abgesehen davon, dass man sagt, man möchte in der Pension vielleicht auch noch Sport betreiben? Also ich würde jetzt mal diesen Körperkontakt, es ist natürlich Körperkontakt, weil wenn zwei Männer, die 1,90 sind, hochspringen, dann ist da wirklich Körperkontakt dabei. Aber was mir gefällt, ist einfach, die Athletik, die Schnelligkeit, es ist schneller, es sind mehr Pässe, man hat den Ball viel öfter in der Hand. Man hat auch mehr Spiele, wir spielen teilweise 2-3 Spiele an einem Tag und man kann seine Fehler relativ wieder schnell wieder gut machen. Man kann wirklich in seinen Flow reinkommen, man muss nicht eine Woche oder zwei Wochen warten, dass man wieder aufs Feld darf. Man kann, wenn man es gut erwischt, gleich danach wieder spielen und das gleich nochmal besser machen. Und das ist einfach cool, dass man dann die Möglichkeit hat, beim Flag Football einfach wirklich viel zu machen und natürlich was ein Vorteil ist, natürlich die Verletzungen, die Gehirnerschütterung, die jetzt natürlich sehr gerade in den Medien kassieren, was natürlich sehr beim American Football öfters passiert, ist natürlich auch eine Gefahr. Aber zum Beispiel, ich hatte auch jetzt eine im Juni, also vor circa einem halben Jahr, hatte ich auch eine Gehirnerschütterung, weil ich gesprungen bin und eines mit dem Knie drauf. Das passiert, aber man muss das abhaken und dann darf man ja wieder, was ich schon gesagt habe, schnell wieder spielen, wenn es wieder geht mit dem Kopf. Du bist sowohl im Verein als auch im Nationalteam eine der Aushängerschilder, eine Leistungsträgerin, wenn man so möchte. Bekommt man da ein bisschen mehr ab, so versteckte Fouls? Existiert das auch im Flag Football? Ja, definitiv ist immer die Frage, gegen wen man spielt. Viele Spielerinnen kommen ja ursprünglich auch aus dem Tackle, aber man lernt sehr schnell beim Flag Football natürlich die Tackle-Bewegungen abzulegen, weil das wird natürlich mit einem Foul geahndet. Ja, man bekommt vor allem als Offenspieler, glaube ich, sehr viel ab, weil die Flag dann doch mal ein bisschen rasanter gepult wird. Aber da ich ursprünglich aus dem Fußball komme, habe ich da doch sehr viel, glaube ich, mitgenommen und habe nicht so die großen Probleme damit. Die Robustheit in der Offense zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch im Hinblick auf die WM gegen USA, Panama, die Spielerinnen sind meistens sehr robust und auch stark, sehr athletisch. Da müssen wir einfach auch mit unserem Körper hineingehen, sonst haben wir wenig Chancen, da gegen die Spielerinnen die Bälle zu fangen, zu behaupten. Also ja, lernt man mittlerweile auch schon in der österreichischen Liga und wir brauchen es auch für international, das ist umso wichtiger. Auf jeden Fall, ein bisschen Durchschlagskraft. Der Stellenwert des Sports hat in Österreich auch einen immensen, muss man sagen, aufgrund der Erfolge. Oder warum ist Österreich eine der wichtigsten Nationen? Was sagst du, Sebastian, was ist der Grund? Ich glaube, es ist einfach der Grund ist, dass wir in Österreich Flag Football schon seit Jahrzehnten gespielt wird und auch immer größer wird. Das geht jetzt viel mehr vermehrt in die Schulen, wo einfach mehr Kinder damit angesteckt werden mit dem Flag Football Virus im positiven Sinn. Und das ist einfach daran, dass wir auch sehr gute Coaches haben und ein sehr gutes System haben. Wir haben nie die besten Athleten gehabt, aber unser System mit den Spielern, die wir haben, haben eigentlich bei den Damen sowie bei den Herren wirklich immer sehr viele schöne Erfolge, haben wir schöne Erfolge feiern dürfen. Und da gilt es jetzt einfach weiter darauf aufzubauen und deswegen ist es cool, wenn man jetzt auch zum Beispiel hier bei euch sein darf und mal auch mehr die Medienlandschaft ansprechen kann, dass das noch mehr Leute sehen, dass das einfach noch mehr wächst und wie wir schon gesprochen haben, World Games, Olympia vielleicht, wenn das dann wirklich was wird, da schauen dann viel mehr Leute zu und das braucht man dann natürlich auch einen größeren Spielerpool und deswegen muss man einfach schauen, dass man da weiterkommt und das einfach weitermacht. Katrin, du bist, glaube ich, seit 5 Jahren, seit 2016 im Geschäft mit dabei. Wo hat sich bei dir dieser Flag-Football-Cluster gebildet, dass du gesagt hast, da will ich auch dazugehören? Ich wurde damals von einer lieben Freundin gefragt, ob ich spielen möchte und habe es ausprobiert. Mir hat besonders gefallen, dass es eine ganz neue Sportart war, also schnell, immer so schnellkräftig sein muss, also einfach schnell und ganz im Moment präsent sein muss. Und besonders die Taktik, die dahinter steckt, hat mich angesteckt. Also mir taugt das irrsinnig, dass man halt sich vor allem im Vorhinein den Gegner ansieht, versucht wirklich seine Schwächen auszunutzen. Und als Team muss man wirklich gestärkt aufs Feld treten, weil wenn du in der Offense nur 3 Leute ihre Route laufen, dann bist du natürlich zu und gecovert. Und in der Defense genauso, jeder seine Zone, wenn einer die Zone nicht deckt, ist die offen. Also wirklich, dass man als Team sehr große Erfolge feiern kann. Und auch wenn man, so wie es der Basti auch gesagt hat, athletisch nicht das stärkste Team ist, aber sich taktisch sehr gut auf den Gegner einstellt, kann man sehr erfolgreich sein. Und das ist was mich an dem Sport begeistert.
kommt also durch, die Begeisterung bei beiden. Du hast auch noch ein Utensil mitgebracht, was entscheidend ist für diese Sportart, genau. Nämlich die beiden Flags, die auf der seitlichen Hüfte angebracht sind. Wie fest muss man da im Prinzip ziehen, dass sich das löst? Muss das schon ziemlich fest ziehen. Wie gesagt, das hängt auf der Hüfte und ein Spielzug ist dann aus, wenn man die eine von den beiden Flags zieht. Das macht dann immer so ein Plopp-Geräusch und dann ist der Spielzug aus. Und wie wir es im Video gesehen haben, dann wird der Ball dort wieder aufgelegt und dann geht es weiter. Und man muss das schon sehr, sehr fest anziehen, weil wenn man dann sich bewegt, links, rechts oder einen Haken schlägt, dann da muss man da schon richtig dabei sein in der Defense und die Flaggen bewegen sich natürlich auch, wenn man nach links oder rechts läuft. Deswegen ist es schon, man braucht da ziemlich schnelle Finger, damit man das hinbekommt und das ziehen kann. Mhm. Gibt es da auch schon gewisse Geschichten im Flag Football, wo manipuliert wurde, wo man versucht hat, die Dinger ärger zu befestigen, als sie befestigt sein sollten? Gibt es da mögliche Beispiele, also unfaire Sportler oder ist es eine sehr faire Sportart? Also ich persönlich würde sagen, es ist eine sehr faire Sportart. Wenn man sich die Flags anschaut, dann hat sich auch hier in den letzten Jahren was getan. Also das nennt man jetzt Shrooms. Das ist ein System, wo man sieht, dass schon Rillen eingebaut wurden, um noch mehr Unterdruck zu erzeugen, dass das Abziehen der Flags noch schwieriger ist. Das heißt, sie versuchen wirklich ganz gefinkelt einfach die Technik auch zu verbessern, dass der Sport noch, dass es noch schwieriger wird, die Flag zu pullen, dass natürlich noch genauer zur Flag hingezogen werden muss. Alles in allem würde ich den Sport als sehr fair bezeichnen. Das ist auch was ich am Sport sehr gerne habe. Wir haben natürlich immer eine Ref-Crew am Feld, 3 bis 4 Schiedsrichter, die das Ganze wirklich beobachten und für Fairness sorgen. Aber ich glaube, die Fairness steht bei uns allen an erster Stelle. Mhm. Ist das vielleicht auch der Grund, dass die Community in diesem Sport so fair ist und man sagt, vielleicht im herkömmlichen Football oder in anderen Ballsportarten spüren sich mehr oder weniger alle, wenn sie diesen Sport ausüben? Ja, also sind Einzelgänger in der Hinsicht? Es ist ein sehr fairer Sport, was ich noch dazu sagen wollte. Ich habe das schon erlebt, dass zum Beispiel Teams, weiß ich nicht, wer genau, das in die falsche Richtung hatten, dass es dann irgendwie schwerer war zu ziehen oder dann halt extrem weite Hosen hatten, wo man dann das halt auch schwierig hat. Aber das passiert überall. Aber ich würde auch sagen, es ist wirklich sehr fairer Sport und die Community und auch das Teamgefüge ist, finde ich, sehr stark. Und das macht das auch aus, warum wir den Sport machen und warum wir das sehr lange schon verfolgen. Zum Abschluss wollen wir noch ein paar Exemplare präsentieren vom Flag Football. Bitte mal vorstellen, dieses blaue Exemplar mit den beiden Säulen auf der Seite ist was genau? Genau, das ist unser Pokal von der Europameisterschaft 2017 in Madrid. Da sind wir Erster geworden und haben dann diesen wunderschönen Pokal in die Hände bekommen. Es war damals ein sehr brisantes Finale gegen Deutschland. Da haben wir um einen Touchdown gewonnen. Ich kann mich erinnern, ein heißes Spiel bei hohen Temperaturen. Und bei der letzten Europameisterschaft 2019 sind wir dann Dritter geworden, was uns natürlich sehr an uns nagt. Und da, wo wir wollen auf jeden Fall wieder bestes europäisches Team werden, das ist so ein bisschen ein kleingestecktes Ziel auf jeden Fall von uns. Ja, und dann bei der nächsten Europameisterschaft, wann auch immer die ist, aber die steht ja jetzt nicht so im Vordergrund. Aber das haben wir halt mitgenommen, erster Platz EM, ja. Ja, ein fehlendes Kriterium würde ich schon anmerken. Also aus diesem Pokal kann man definitiv kein Bier oder sowas trinken. Hier hingegen schon zweiter Platz bei den Weltmeisterschaften. Ja, ich glaube, da geht ein bisschen was rein, ne? Da geht was rein. Die haben wir gewonnen 2018, wie du schon gesagt hast, im Finale gegen die USA leider verloren um einen Touchdown. Sehr schönes, großes Exemplar, kann man daraus trinken. Aber das Wichtige und das Coole bei dem Turnier war, dass wir wirklich zusammengewachsen sind als Team und wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben und dann passiert das. Und das, solche Geschichten schreibt der Sport, wenn man als Team zusammenkommt und dann ist eigentlich alles möglich, weil wir sind da 15 Leute plus Coaches und dann muss man einfach schauen. Also natürlich ist immer die Hoffnung, wenn man möchte, zu einem Turnier fahren und das zu gewinnen, aber man muss in der Gruppe beginnen und dann schaut man, wie man sich steigert. Und wenn alles klappt, dann schauen solche Pokale aus. 2012 haben wir gewonnen, die Weltmeisterschaft. Da war der Pokal auch ähnlich, da konnte man auch draus trinken. Musste ein bisschen etwas adaptieren, aber es hat funktioniert. Aber ja, deswegen machen wir den Sport. Sehr gut. Auf jeden Fall danke für den Besuch, Katrin und Sebastian. Alles Gute für die Weltmeisterschaft in Israel, die übrigens am 6., sprich am Montag, bereits startet. Bis 8. Dezember dauert das Ganze. Und Österreich steht in den Startlöchern, ist gewappnet und durchaus auf Medaillenkurs. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Katrin und Sebastian auch da jubeln dürfen. Auf Krone.at bleiben Sie auf dem Laufenden. Bis bald. Dankeschön. Danke. Boom, 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 boom.